Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Dieser Name, ich muss mir echt irgendwas anderes einfallen lassen. Wie ist denn das abgekürzt? P-W-U-P. Pfup. Hört sich auch scheiße an. Okay, wir lassen das Ganze bei Potential Winter Upgrade Prediction. Herzlich willkommen zur nächsten Episode. Das ist die 8. heute hier auf dem Kanal. Und natürlich ist die letzte wieder sehr gut bei angekommen. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes. Wäre mega nice, wenn ihr das wieder hinbekommen würdet. Ich bin gespannt. Und wir haben 6 sehr interessante Spieler dabei. 3 habt ihr schon im Thumbnail gesehen. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Schaut bei Footy vorbei beim Thumbnail-Designer dazu. RandyRun, Instagram, ganz wichtig. Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Und ich muss vor dieser Episode ein bisschen was erzählen. Und zwar zum Ersten, dass diese Episode jetzt hier am Sonntag kommen wird, das heißt am 27. Dezember, am 28. kommt keine, am 29. kommt und am 30. kommt auch keine. Das liegt daran, dass ich im Urlaub bin, beziehungsweise nicht da bin und dementsprechend ein bisschen das einteilen muss mit den Videos. Es tut mir leid, aber ich habe es nicht geschafft vorzuproduzieren. Ich war bei meiner Oma, es war ein Feiertag und ich denke mal, das kann man dann in gewisser Weise nachvollziehen. Die zweite Sache, die ich ansprechen möchte, ist natürlich mal wieder ein bisschen was zu euch und zwar zu den Vögeln da draußen, die einfach nicht einsehen, das sind nicht alle, das seid ihr nicht alle. Sondern das sind einfach die, die nicht einsehen können, dass auf meinem Kanal das gezeigt und predicted wird, was ich will und was ich meine. Wenn ihr mir vorschlage, das Predictor Adler, gib ihm ein Upgrade und ich sage, nein, mach ich nicht, dann mach ich das nicht. Dann ist es mir vollkommen egal, ob ihr da schreibt, er muss das haben. Dann predictet es doch für euch selber. Könnt ihr doch, ist doch kein Problem, oder doch? Warum muss ich denn unbedingt euch das sagen? Wollt ihr unbedingt, dass ich sage, Adler verdient eine 80, 81? Ja gut, aber momentan verdienen ganz viele Keeper so ein Rating. Und man kann halt nun mal nicht immer, weil Torhüter einfach eine temporäre Form haben. Und ich denke mal, das macht SoFIFA schon ganz gut in den meisten Fällen. Ziel haben momentan eine 80 bei SoFIFA, also ein Head-to-Head und nicht in Spieltag. Spieltag ist was anderes als Head-to-Head, das dürft ihr auch nicht verwechseln quasi. Also Zieler hat eine 80. Adler hat eine 79. Timo Horn, ich gucke mal gerade extra für euch nach, hat momentan eine 79. Dazu haben wir Marvin Hitz übrigens, den drittbesten Notenkeeper der Bundesliga, hat eine 75. Ich denke mal, man kann damit leben, wenn man nicht jedem Keeper ein Upgrade gibt. Ich kann es in gewisser Weise verstehen, dass euch das abfuckt, dass ihr sagt, Max, du hatest den HS. Also, boah, also ich meine, in meinen Augen hate ich nicht, nur weil ich einen Spieler nicht predikte. Das ist in meinen Augen kein Hate, aber wenn ihr das meint, schön, dann herzlichen Glückwunsch. Wünsche ich euch viel Spaß bei, aber juckt mich dann ehrlich gesagt auch nicht. Wie gesagt, ich habe schon immer die Meinung gehabt, wem irgendwas hier nicht gefällt, der muss es nicht angucken, der muss es nicht liken, der kann mir von mir aus deabonnieren, wenn ihr meint, dass irgendwas helfen würde, aber ich lasse mich davon nicht umstimmen. Ich bin hier nicht in der Diktatur und wenn, dann ist es meine Diktatur, weil es ist ja mein Kanal, ne? Also, ich zeige das, was ich will, im Endeffekt. Und ich denke mal, die meisten von euch verstehen das auch. Ich habe da ja genug Support und ich denke mal, dann passt das ganz gut. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, wie gesagt, dass ihr euch darüber aufregt, dass EA solche dämlichen Ratings macht. Allerdings müsst ihr da nicht mir für die Schuld geben. Also das ist wirklich so nach dem Motto, Max, der hat 81 verdient. Ja, aber da kann ich sowieso nichts machen. Ich kann nur predikten. Und ich glaube sowieso nicht, dass weder Zieler noch Horn noch Hits noch Adler ein Upgrade bekommen. Es ist einfach nur mal so. Das glaube ich einfach nicht. Und dann brauche ich auch nicht predikten, weil dann ergibt das für mich einfach auch keinen Sinn. Weil, ich denke mal, das könnt ihr schon in gewisser Weise nachvollziehen. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Fällt mir gerade ein. Ach ja. Ich fand das geil. Ja, dass mir gesagt wurde, dass Adler der beste Keeper der Liga ist, weil er ja besser ist von den Bewertungen als Zieler. Aber nicht berücksichtigt, dass er 6 Spiele weniger gemacht hat und 0,1 Punkte. Also ganz ehrlich, man kann das sowieso doch nicht an den Noten festlegen. Der beste Keeper der Bundesliga ist Neuer. Dass wir das mal geklärt haben. So, und damit sind wir durch mit diesem Thema und wir kommen endlich zum ersten Spieler für diese Episode. Und ich bin so froh, dass das kein Torwart ist, sondern linker Mittelfeldspieler und zwar von Stoke City. Hat am Wochenende, unter anderem Manchester United richtig Probleme bereitet und sein Name ist Marco Astronautovic. Ja, ehemaliger Bremer, 78er Rating. Ich denke mal, er geht plus 1, weil er momentan richtig stark ausspielt. Hat bisher, glaube ich, 6 Saisontore oder so erzielt und macht den Gegnern einfach richtig Probleme. Der hat so ein geiles Tor geschossen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf Twitter vorbei. Da habe ich das Ding sogar gepostet. Das war so ein Strich und sein Jubel war so genial, wie er die Zunge da raus schon einfach so einen auf cool macht, so. Richtig geiler Typ, ich mochte den ja schon bei Bremen richtig gern und das muss das heißen, ihr wisst ja, Hannover, Bremen so ein bisschen, ne, aber den Kerl mochte ich wirklich schon immer und dementsprechend freue ich mich, dass er momentan bei Stoke so auftritt. 79 Tempo, in meinen Augen zu wenig, der müsste normalerweise sowas um die 83 Tempo haben, in meinen Augen, aber könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, eure Meinung dazu. 75 Shooting mit deutlichem Schusskraft-Upgrade, das ist, denke ich mal, klar. 78 passen noch dazu, 81 Dribbling, Forster Skills und Weak Foot, 77 Physis, sieht doch sehr, sehr nice aus, würde ich sagen. Und das ist der erste Spieler für diese Episode. Jetzt kommen wir zu einem Torwart, aber bei einem, bei dem es wirklich nötig ist, dass er ein Winter-Upgrade bekommt. Und das ist zufälligerweise der Torwart von Stoke City und zwar Jack Butland. Hat einen 74er Rating und momentan in Netto hat einen 78er Rating.
Dementsprechend denke ich mal, gerade auch wegen seiner Leistung in letzter Zeit, dass er bei Stoke wirklich Asmir Begovic extrem gut ersetzt hat, nachdem Begovic ja zu Chelsea abgewandert ist. Ich denke mal, 79er Rating ist angemessen momentan. Ist die absolute englische Torhüterhoffnung, soll eventuell irgendwann Joe Hart ersetzen und wird das im nächsten Jahr wahrscheinlich auch schon tun, weil er momentan nicht viel schlechter hält als der gute Joe. 82 Hechten, 86 Reflexe, 79 Ballsicherheit, 78 Positioning. Das sind teilweise Upgrades plus 7, das sind teilweise Upgrades plus 5, das sind teilweise Upgrades ja nur plus 6 oder plus 4 oder plus 1 oder plus 2 oder plus 3. Ist mir auch vollkommen egal, denn diese Karte sieht mega nice aus und darauf freuen wir uns, denn es ist ein richtig cooler Innenverteidiger, den man auf jeden Fall gerne benutzen sollte. Hat ja auch schon Inform bekommen dieses Jahr und das zu Recht. Gestern wieder gegen Man United eine unfassbare Parade rausgehauen gegen Fellaini. Der zeigt einfach, was da für ein toller Talent ist. Wir kommen zum nächsten Spieler. Auch der ist ein Talent. Und der wurde im Sommer von Juventus Turin gekauft. Und zwar von US Palermo. Sein Name ist Paolo Dybala. Und der hat momentan 78er Rating. Ist bei Juve so ein bisschen die Entdeckung der Saison. Also es war klar, dass der durchstarten würde. Beziehungsweise war klar, dass der gute Leistung bringen würde. Aber Juve hat ja am Anfang Probleme gehabt. Hat am besten gespielt. Und dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass er zumindest ein kleines Upgrade bekommt. Und zwar auf 79. 80 kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Wobei theoretisch bei EA ist alles möglich. Schreibt mir in die Kommentare, meint ihr, der verdient überhaupt ein Upgrade? Meint ihr, der verdient keins? Meint ihr, er verdient 80 oder 79 oder sogar 81? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Sein Marktwert hat sich seit seinem Wechsel nicht verändert. Ist aber auch irgendwo logisch, weil wir noch ein bisschen abwarten. Mit 4 Vorlagen und das ist für so einen kleinen Argentinier mit gerade mal 21 Jahren. Ja, beziehungsweise, nee, mittlerweile 22 Jahren, doch einigermaßen ordentlich. Wir kommen zum nächsten Spieler und das ist der vierte für diese Episode. Sein Name ist Kevin Campbell, spielt bei Bayer Leverkusen, momentan im zentralen Mittelfeld und gar nicht mehr als der Mittelfeldspieler. Dementsprechend ein Position Change von RM zu ZM und das könnte richtig nice werden, denn der Junge hat 84 Tempo, 84 Dribbling, 66 Shooting, 76 Passen, 55 Defending und 64 Physis. Hat mich da ein bisschen an Head-to-Head orientiert, hat er momentan, glaube ich, 55 Defending, 54, irgendwie sowas um den Dreh. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass auch das sein Defending-Rating wäre. Werden wird ein bisschen mehr Physis als auf seiner, ja, Head-to-Head-Version habe ich ihm noch gegeben. Ein bisschen mehr Tempo mit 84, gar nicht mehr. Also er hat schon 84, also er hat in Head-to-Head 82, aber das ist ja auch egal. Dazu 76 Passen, 66 Shooting, sieht an einer sehr starken Karte aus. Forster-Skills und Weakfoot kann man im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall machen. Ist, ja, so ein bisschen die Entdeckung bei Leverkusen. Bei Dortmund war er ja nicht so geil, bei Leverkusen anfangs auch nicht, aber mittlerweile hat er sich ganz gut hochgemausert und ich bin ganz froh darüber, weil Campbell ein sehr sympathischer Spieler ist. Wir kommen zum Vorletzten für diese Episode und das ist der Spieler der Hinrunde der Bundesliga und zwar, ja, mehr oder weniger gewählt worden auf Transfermarkt, habe ich zumindest auch gelesen. Es ist Henrik Mkhitaryan von Borussia Dortmund, also nicht ein Ex-Dortmunder, sondern eventuell ein zukünftiger Ex-Dortmunder. 81er Rating hat er momentan Ultimate Team absolut nicht dieses Jahr, aber es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um euch und alle anderen. 86 Tempo, 87 Dribbling, 74 Shooting, 79 Passen, 72 Physis, plus 2 oder plus 1. Was meint ihr? Kriegt Mkhitaryan überhaupt ein Upgrade oder bleibt er auf seinem 81er Rating? Ich könnte mir beides theoretisch relativ gut vorstellen. Allerdings glaube ich, dass er auf 83 hochgehen könnte, weil das kostet das von den Noten her besser. Aber der hat weniger gespielt und Mkhitaryan war konstanter und blau und hat öfter gespielt und so. Und von daher, wie auch immer, auf jeden Fall sieht die Karte sehr, sehr nice aus und ich kann mir gut vorstellen, dass die ja, uns in den nächsten Monaten oder Wochen dann beglücken wird. Wir kommen zur letzten Karte für diese Episode und das ist nochmal ein Bundesligaspieler und nochmal ein Leverkusener, wenn das nicht ein Zufall ist. Sein Name, meine Freunde, ist Jonathan Tah, das Tier, der ehemalige Hamburger. Und auch bei Hamburg hätte ich ihn so predicted, nur mal nebenbei bemerkt, ja. 73 hat er momentan. 76 würde ich ihm geben, 66 Tempo, 78 Defending, 80 Physis habe ich ihm jetzt mal einfach so auf die Karte draufgeschrieben. Er hatte Head-to-Head 76, ich könnte mir auch 77 vorstellen, weil der bei Leverkusen quasi Stammspieler ist und wirklich ein sehr, sehr starker Spieler auch. Allerdings noch nicht ganz ausgereift. Also er macht noch Fehler, ist klar, aber er ist auch noch jung. Der ist, glaube ich, 20 Jahre alt, das heißt, der hat auf jeden Fall noch Zeit und die soll er auch bekommen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch mit ihm passieren wird. Und ob er irgendwann bereut, dass er von Hamburg weggegangen ist. Weil ich glaube auch, Hamburg wäre für seine Entwicklung gar nicht so schlecht gewesen. So, okay, so Champions League. Meint ihr, das war eine gute Entscheidung von Tah wegzugehen von Hamburg? Jetzt mal ohne Scheiß. Bei Hamburg wäre er unumstrittener Stammspieler. Hätte sich vielleicht noch deutlich besser entwickelt. Überlegt mal, auch Kompany kommt von Hamburg. Aber bei Leverkusen spielt er Champions League und ein bisschen erfolgreicheren Fußball, wobei Hamburg diese Saison auch wirklich gut spielt. Zumindest meistens. Die Defensive, naja. Aber ansonsten, ich würde gerne mal wissen, schreibt es mal in die Kommentare, was meint ihr, war der Wechsel für Tah klug oder von Tah klug oder nicht? Und meint ihr einfach den 76, 77, 75 oder sollte sogar nur Silber bleiben? Das war's für diese Episode, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mir einen wunderschönen Urlaub. Bis dann, haut rein und ciao. Haut rein und ciao.